Geschätzte Bäuerinnen und Bauern, es ist nicht das erste Mal, dass die SVP die offiziell avisierte Agrarpolitik von Bundesrat und Parlament korrigieren muss und auch korrigierend eingreifen muss. Schon in der jüngeren Vergangenheit war es immer wieder die SVP, die gefordert war, wenn falsche Entwicklungen die Agrarpolitik in eine für uns nicht gute Richtung entwickeln wollten. Wir mussten sie stoppen oder wir mussten die Schwerpunkte verschieben. Als herausragendstes Beispiel für unseren Einsatz, und hier muss ich eine Klammer machen, man kann immer nur etwas bewegen, wenn man Mehrheiten findet in Bern. Und hier waren wir zu Beginn auch ganz alleine. Es war nämlich der Widerstand gegen das EU-Agrarfreihandelsabkommen. Als die SVP als erstes und von Anfang an diesen Widerstand dokumentiert hat, wir hatten auch damals dies frühzeitig kundgetan und diesen Widerstand in andere Parteien und auch in Verbände hineingetragen. Heute ist der EU-Agrarfreihandel, und das darf ich hier sagen, dank der SVP in der Schweiz, nicht mehr mehrheitsfähig, und selbst das Parlament will, zumindest hat es so dokumentiert, nichts mehr von diesem EU-Agrarfreihandel wissen. Das ist der Verdienst der SVP, und es zeigt eben schon, wenn es uns gelingt, auch die anderen von unseren Anliegen zu überzeugen, dann können wir bewegen und falsche Entwicklungen auch aufhalten. Aber jetzt steht die schweizerische Landwirtschaftspolitik ein weiteres Mal auf dem Prüfstand. Sie haben es gehört, die sogenannte AP 2014-2017 steht an. Auffällig ist an Bundesrat Schneider-Ammanns Agrarpolitik, dass allem und jedem größte Beachtung geschenkt wird in dieser großen, dicken Botschaft, außer den Bauern selbst. Und das gibt zu denken. Wenn man nämlich die neueste agrarpolitische Vorlage durchliest, so täuscht der Eindruck nicht, dass man die Extensivierung mit allen Mitteln vorantreiben will. Man versteckt dies unter den schönen Titeln von ökologischen Begriffen und verknüpft die Direktzahlungen immer mehr mit noch weitergehenden grünen Anliegen. Und so ist zum Beispiel in der Botschaft zur Agrarpolitik immer wieder die Rede von besonders nachhaltig hergestellten Lebensmitteln, von besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlichen Produktionsformen, von besonders nachhaltigen Anbausystemen und von besonders klimafreundlichen Produktionsformen, welche unterstützt und zunehmend vermehrt gefördert werden sollen. Aber liebe Bäuerinnen und Bauern, geschätzte Gäste, von besonders bauernfreundlichen Rahmenbedingungen hingegen ist in der ganzen Botschaft nichts zu lesen. Dafür werden artenreiche Grünflächen, wildtierfreundlicher Ackerbau in den Vordergrund gestellt und darauf hingewiesen, dass sensible Ökosysteme wie Wälder und Moore nicht geschädigt werden dürften. Also die einzigen, die dazu Sorge getragen haben und weil es sie auch heute noch gibt, das sind wohl die Bauern. Da muss uns nicht ein Bürokrat in Bern eine Botschaft dazu schreiben. Das wollen wir nicht. Ja, liebe Bäuerinnen und Bauern, ich sehe den Warnfinger und spüre die Faust. Man operiert mit Zuckerbrot und Peitsche. Wer nicht spurt, den wollen wir schon erziehen, sagt man sich im Bundesamt für Landwirtschaft in Bern. Es ist eine eigentliche, ich kann es nicht anders nennen, Umerziehungspolitik im Gange. Und daher werden die Direktzahlungen neu ausgerichtet und man darf mit Fug und Recht von Umerziehungsbeiträgen sprechen. Man will keine Bauern mehr, die ihren Arbeiten nachgehen und produzieren, und das sind eben für mich die rechten Bauern, sondern man will vorab noch linke Grünpfleger im Bundeshaus in Bern, vom Staat gelenkt und gefügig gemacht, und dazu lassen wir uns nicht hingeben. Ja.
Wir wollen rechte Bauern und nicht nur noch linke Grünpfleger. Und mit diesen völlig übertriebenen Maßnahmen wird die produzierende einheimische Landwirtschaft geschädigt und man macht sie so langsam zugrunde. Aber dies scheint offenbar Bundesrat Schneider-Ammann nicht zu stören. Ganz im Gegenteil. Man spricht von Ökologie und von Extensivierung, aber man spricht nicht offen darüber, was man eigentlich will. Und wir müssen es hier doch benennen. Sagen wir es doch offen und direkt, wie es ist. Eine weitergehende Extensivierung, gefördert mit Direktzahlung, vermindert die einheimische Nahrungsmittelproduktion und öffnet Tür und Tor für weitere Importe. Offene Grenzen und billigste Nahrungsmittelimporte, das ist es doch, was man im Hintergrund vorantreiben will. So gesehen ist die Agrarpolitik 2014 eigentlich eine flankierende Maßnahme für den avisierten Freihandel, für offene Grenzen und billigste Nahrungsmittelimporte. Wer diese Agrarpolitik 2014 unterstützt, macht sich zum Gehilfen für mehr billige Nahrungsmittelimporte aus dem Ausland. Und da macht die SVP nicht mit. Die AP 2014 ist ein Produkt von Technokraten, von Verwaltungsangestellten, welche von der Landwirtschaft etwa gleich viel Ahnung haben wie ich von der Maschinenindustrie. Und wenn man das aber jetzt überträgt in die Praxis, dann müssen wir halt auch so ehrlich sein und sagen, die Vorlage ist mangelhaft. Zurück an den Absender. Wir wollen nicht eintreten auf eine solche Vorlage. Und wenn eingetreten würde, dann müssten wir das mit klaren Aufträgen zurückweisen. Die AP 2014 müssten wir, und das ist uns auch klar, wenn wir keine Mehrheiten finden für diese Anträge, dann müssten wir Verbesserungsvorschläge einbringen. Und das haben Sie ja gehört, das tun wir auch. Man will also hier flankierend jetzt arbeiten für Freihandelsabkommen, wo man dann die Landwirtschaft ganz besonders in die Pflicht nimmt, aber Entschuldigung, Freihandel muss auch mit einem fairen Wettbewerb einhergehen und heißt eigentlich gleiche Bedingungen, gleiche Produktionsmittel, gleiche Qualitätsvorschriften und Kontrollen für alle Marktteilnehmer. Aber es ist unhaltbar, wenn dann die Schweiz mit Vorschriften und Regelungen zur heimischen Produktion die eigenen Bauern immer mehr in ihrer unternehmerischen Freiheit einschränkt, aber parallel dazu die Grenzen für diejenigen öffnet, die zu ganz anderen Produktionsbedingungen und zum Teil auch gegen das Tierwohl produzieren und die dürfen dann ihre Ware auf den Schweizer Markt schmeißen. Das wollen wir nicht. Die Resolution, die wir heute verabschieden möchten, geht auf genau diese Punkte, die die Referenten heute beleuchtet haben, ein. Wir fordern den Bundesrat und Wirtschaftsminister Schneider-Ammann, aber natürlich auch die Mitteparteien, namentlich die CVP und FDP, dazu auf, dass sie jetzt in dieser Agrarpolitik 2014 und 2017 die Fehlanreize und Einseitigkeit betreffend der Extensivierung beheben. Das ist der erste Punkt unserer Resolution. Zweitens, die bäuerliche Einkommenssituation soll endlich verbessert statt geschwächt werden. Wir werden keiner Vorlage zustimmen, die das Einkommen der Bauern weiter vermindert. Dann ist sicherzustellen, dass die Produktion von Lebensmitteln an erster Stelle der landwirtschaftlichen Aufgaben steht und die schweizerischen Bauern nicht zu Landschaftsgärtnern degradiert werden. Der vierte Punkt, wir möchten der EU unmissverständlich mitteilen, dass die Schweiz auch in Zukunft kein Agrarfreihandelsabkommen will. Der fünfte Punkt, wir möchten Maßnahmen treffen, dass der Milchpreiszerfall gestoppt wird, indem den Milchproduzenten als einzig von der Misere Betroffene für Marktentlastungsmaßnahmen die Allgemeinverbindlichkeit zugesprochen wird. Der sechste Punkt, die Schweizer Bäuerinnen und Bauern wollen weder den WTO noch weitergehende WTO-Bestimmungen oder das China-Freihandelsabkommen,
wo wir geopfert werden sollten mit der Landwirtschaft. Ich sage hier auch klipp und klar, ein Agrarfreihandelsabkommen mit China kommt für uns nicht in Frage. Ein Freihandelsabkommen für andere sektorelle Bereiche der Schweizer Wirtschaft, da haben wir kein Problem. Aber man darf nicht die Bauern opfern für die übrige Wirtschaft. Dann die Weltausstellung 2015. In der welchen Resolution steht Madrid? Das ist falsch, es ist Mailand. Die Weltausstellung 2015 in Mailand ist der Ernährung gewidmet. Und es ist die Gelegenheit, und das soll der Bundesrat auch so umsetzen, dass man die schweizerische Landwirtschaft und ihre herausragenden Produkte auch ins Zentrum dieser Weltausstellung des Schweizer Standes stellt. Und der letzte Punkt unserer Resolution: Wir möchten, dass die traditionellen Viehschauen erhalten werden und als Kulturgut gestärkt werden. Also, wenn ich zusammenfasse, wir wollen eine produzierende, bäuerliche Landwirtschaft, in der die Nahrungsmittelproduktion im Vordergrund steht und die Extensivierung nicht einseitig vorangetrieben wird. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Auftakt in die Diskussion für den Beiträgen von unseren Teilnehmern. Jetzt, ich habe keine Sprecherliste, aber darf ich bitten,